Aber ich habe einen ganz coolen Volvo gefunden. Der schon länger da steht. Aber wunderschön auch vom Interieur her. Mit blauem Velour. Ein geschaltetes Fahrzeug. Steht einfach Volvo 1927 bis 77. Könnte in dem Fall sein, dass das ein 1977er Volvo ist. Kann ich nicht schauen. Wenn ich schaue. Eine Routier Swiss. Oft haben Lastwagenfahrer gerne noch solche Volvos gefahren. Und dieser Volvo ist wirklich cool, auch von den Stoßstangen, weil das noch so richtige Stoßstangen sind. Mit hartem Gummi, wo man richtig noch ein Auto wegstoßen konnte, wenn es falsch parkiert war. Richtig schönes Fahrzeug, dickes Blech. Und auch innen durch noch sehr gut im Schuss. Außen leider hat das halt schon so seine kleinen Macken. Und anscheinend die Scheibe gebrochen, wahrscheinlich mal was reingeflogen, sehr schade. Nach hinten richtiger, darum gab es auch den Namen, den Schwedenpanzer. Das ist durch das entstanden. Volvo! Honey. Ich glaube, das ist ein 264er. Oder 262. Ich kann mich nur noch so schwach erinnern. Aber es könnte sein, dass das eine limitierte Auflage war, weil diese Modelle sind ganz, ganz selten.